So, ich darf Sie recht herzlich hier begrüßen in St. Michael in Niederrottweil. Wir sind hier in einer der ältesten Kirchen im Breisgau. Die Kirche ist über 1000 Jahre alt und beheimatet nicht nur einen wunderschönen Schnitzaltar, sondern auch die älteste Orgel im Breisgau. Die Orgel erbaut von Joseph Adrian Potier in den Jahren 1758 und 59. Ja, vielen Dank, lieber Herr Mörb. Ich darf mich dem anschließen. Es ist ein ganz wunderbares Gebäude mit edlen Kunstschätzen und jetzt eben auch einer sehr, sehr edlen Orgel. Aber vorweg möchte ich auch verraten, dass der Herr Mörb nicht nur hier Organist ist, sondern auch Winzer. Eine ganz vorzügliche Kombination. Und ja, die Orgel steht jetzt so selbstverständlich da, aber die gab es doch bis vor 40 Jahren gar nicht. Erzählen Sie das mal, wie es da ausgesehen hat. Ja, da war die Empore verwaist. Es stand hier nur ein altes Harmonium, weil die Orgel, die war auf dem Speicher versteckt. Die hat 1944 der Pfarrer mit ein paar Männern abgebaut und hat sie oben auf dem Speicher versteckt. Und dort schlummerte sie quasi 33 Jahre vor sich hin, bis sie der Herr Brommer aus Merdingen zufällig entdeckt hat. Der Herr Brommer, der war Organist in Merdingen, aber auch Kunstfreund. Und auf der Suche nach Figuren hat er die Orgel gefunden auf dem Speicher und dafür gesorgt, dass sie heruntergeholt wurde, dann Experten befragt, restaurieren, ja, nein. Und so kam es, dass die Orgel in den Jahren 1983 und 84 von der Orgelfirma Kleis in Bonn original restauriert wurde. Ja, das hat mir dann auch der Herr Dr. Theobald, der die Restaurierung geleitet hat, ganz genau erzählt. Er sagt, das war ganz schrecklich, das waren so kaputte Teile, die haben immer nur von Niederschrottweil gesprochen, weil die gar nicht glauben konnten, dass man aus dem Restpuzzle wieder mal eine Orgel bauen kann. Aber das gelang und wir haben jetzt ja immerhin ungefähr die Hälfte, stimmt doch, glaube ich, Hälfte Pfeifenwerk ist original. Ja, ungefähr 40% war noch Originalpfeifen vorhanden. Der Rest wurde dann ergänzt nach den Vorlagen. Und man kann sagen, es ist eine sehr gelungene Restaurierung geworden. Und die Orgel erfreut die Gottesdienstbesucher und die Konzertbesucher mit ihrem herrlichen barocken Klang. Und dann gibt es ja noch eine Besonderheit. Hier gibt es nicht nur nachhaltigen Rebbau, hier kann man auch nachhaltige Konzerte geben. Nämlich hier funktioniert noch die alte Windschöpfanlage, die man hier im Hintergrund links sieht. Also wir können auch hier mit drei handgezogenen Bälgen den Orgelwind wieder herstellen. Genau. Also ganz authentisch, wie das zu Potiers Zeiten war. Genau, das gehört zur originalen Restaurierung dazu, dass die Balganlage wieder original hergestellt wurde und eben mit drei Klappbälgen der Wind erzeugt werden kann, der dann die Pfeifen mit Luft versorgt. Und so klein diese Orgel ist mit ihren, was sind es, 13 Register, glaube ich, 11. Ja. Aber sie hat sehr, sehr viel Musik, spricht zwei Sprachen, weil Potier ja von Hause aus Franzose war. Hat also französische Register und süddeutsche Register. Und das wird uns jetzt der Johannes Götz mit ein paar schönen Beispielen vorführen.